Moin Leute und herzlich willkommen hier in meinem kleinen Garten in Berlin-Pankow. Jetzt kommt gerade mal die Sonne raus, aber ich sag euch, bis vor wenigen Augenblicken war das Wetter richtig mies. Und das ist schade, denn ich wollte heute eigentlich so einiges schaffen, was ich heute nicht schaffen werde. Ja, also habe ich gedacht, trotzdem, ich gebe euch ein kleines Update und ich habe heute eine ganz, ganz große Bitte an euch. Ihr könnt mir, wenn ihr wollt, wirklich richtig aktiv helfen. Aber dazu später mehr. So, ja, ich zeige euch mal, was ich getan hat. Es ist in jeglicher Hinsicht nicht so viel, doch ein bisschen schon. Der Ginster ist nämlich langsam verblüht. Also hier die ganzen Blüten sind schon ganz, ganz hellgelb jetzt. Ich denke, wenn er dann verblüht ist, dann werde ich auch mal ein bisschen hier beschneiden, sodass er nicht mehr so krass auf dem Weg wächst. Aber das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ist ja echt eine schöne Sache. Was hier vorne im Vorbeet, was ja so schön abgemulcht ist, am besten blüht gerade, ist hier dieses Beikraut, was ich ehrlich gesagt nicht kenne oder zuordnen kann. Wer von euch das kennt, schreibt es doch gerne mal. Ach, das ist dieses Silberblatt, glaube ich, weil es bekommt nämlich diese schotenartigen Samenstände. Okay, das ist wahrscheinlich Silberblatt. Wenn nicht, dann schreibt es mir doch auch gerne mal in die Kommentare. Ja, hier kommt, was ist das? Ist das Linde oder so? Oder Buche? Ich glaube eher Linde, ne? Klebt nämlich ein bisschen. Die, ja, muss auch mal hier zurückgeschnitten werden. Kräftig. Ja, der. Oh, der ist auch richtig schön trocken hier, der Maulbeerstrauch. Naja, schauen wir einfach mal weiter. Holunder treibt schön aus, muss auch beschnitten werden, damit es hier nicht mal rüber wuchert. Dann gibt es hier den, ja, Elefantendings. Ach, Leute, ist doch immer wieder das Gleiche mit mir und den Pflanzen. Ne? Und jetzt kommt wieder sowas wie, dann schaut doch in so eine Pflanzen-App rein, fragt die doch, aber ich frag viel lieber euch. Von daher, Leute, was war das nochmal? Ja, ich sehe hier, glaube ich, eine Malve, die hier kommt. Das dürfte eine Malve sein. Und das ist, oh, ist das eine Sonnenblume oder ist das sogar Topinambur? Wie der Topinambur hierher kommt, das ist mir allerdings ein Rätsel. Ja, was hier auch gut wächst, ist der Ackerschachtelhalm. Da habe ich vor ein paar Wochen noch gedacht, oh, haben wir gar keinen Ackerschachtelhalm mehr? Doch, haben wir noch echt genügend. Oh, und hier kommen auch schon wieder diese ersten, die so aussehen wie Lauch. Habe auch wieder keine Ahnung vom Namen, aber was soll's. Und eine Butterblume. Ich freue mich ja immer tierisch. Ich puste gerne aus und am allerliebsten immer, um die Nachbarsgärten noch diverser zu gestalten. Was ich immer fleißig ernte, das ist der Rhabarber an allen beiden Standorten. Das heißt, da hinten haben wir auch noch mal einen, der sich da immer in diesem Dings versteckt. Und hier die Akelei sieht ja wohl wunderbar aus, oder? Richtig schön, aber viele Blütenstände auch schon vorbei. Es kommen aber auch noch neue. Und heute auf dem Weg in den Garten hier, da habe ich sogar eine Akelei gesehen, wo ich dachte, den Standort merke ich mir. Die sah nämlich echt schön aus. Wenn die reif ist, dann nehme ich mir da, die war so lila, so dunkellila, dann nehme ich mir einfach ein paar Samen mit. Und was auch schön wird, ist der Beinwell. Da kommen jetzt auch langsam die Blüten. Die sehen dann auch richtig spannend und richtig schön aus. Und Beinwell ist tatsächlich wohl gut als Heilpflanze. Pflanze, wenn es um Knochengeschichten geht. Deshalb Beinwell, ja. Und hier diese kleinen süßen Blütchen, das hatte ich von meiner Mutti mitgebracht, glaube ich, im letzten Jahr oder sogar noch vorher. Nee, letztes Jahr. Und die verbreiten sich hier auch richtig schön, sind auf jeden Fall ein schönerer Bodendecker als zum Beispiel hier Giersch oder diese Minze, Oregano oder was auch immer sich hier so verteilt, genau wie die Gärtnerpest. Also da bin ich auch froh, dass es da mehr davon gibt. Das hier ist so eine Art Nelke, oder? Also sieht so aus wie so eine kleine, wie so eine winzig kleinen Nelken. Eigentlich ganz schön und vielleicht auch passend zu dem kurz vergangenen 1. Mai, ja? Okay, so gibt's weiter. Wir hatten leider beim Frost hier viele Himbeeren verloren, aber doch noch einige vorhanden. Also ich bin froh und hoffe, dass da auch einiges geerntet werden kann noch.
Ja, hier im Ranggerüst sind nun die ersten Pflanzen. Puh, jetzt geht es wieder darum, was war das? Ob das jetzt Zucchini oder Kürbis, auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, Kürbisgewächse. Und zwar 3 Stück hier im Ranggerüst bisher. Bohnen hatte ich ja auch ausgesät, erstmal, dass die antreiben. Hier nochmal Beinwell, da kommt schon auch die erste Blüte. Und wie immer hier zu sehen, Himbeeren, die hier schön durchwachsen. Und die Bäume, da hatte Adonia letztes Mal ja festgestellt, dass da einiges an Blüten war, die aber auch so Frost bekommen haben teilweise. Na, mal schauen. Ja, dann sind die nächsten beiden Beete komplett leer. Also das heißt, hier kommt langsam der Mohn. Und da freue ich mich auch. Das wird ein riesiges Spektakel, denke ich mal. Da habe ich hier die sogenannten Luftzwiebeln, die sich ja vegetativ, also auch mehrjährig, einfach irgendwie immer weiter vermehren. Tolle Sache. Aber ansonsten ist hier nichts drin, außer Ackerschachtelhalm und andere Beikräuter. Da muss ich also immer mal wieder ran. Aber jetzt seid ihr gefragt. Jetzt frage ich nach eurer Mithilfe. Und zwar, ich will ja unbedingt Jakon auch ins Feld bringen, aber ich brauche halt einfach noch mehr, ne? Und nicht nur für das Beet hier, für diverse Pflanzsäcke, Hochbeete und so. Also vielleicht habt ihr ja Pflanzen übrig. Jetzt sehr bald gibt es auch so Pflanzmärkte. Ich bin auch zu einem Pflanzmarkt eingeladen worden. Kann ich leider nicht, weil ich da selbst eine Veranstaltung habe und ja, arbeitstechnisch unterwegs bin. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere von euch irgendwas, wo er was abgeben kann. Ich hätte bestimmt das ein oder andere Jakon-Rhizom und ich würde es auch beim Rhabarber abstechen. Also Teile vom Rhabarber ausbuddeln und euch Teile vom Rhizom geben, sehr gerne. Also das wäre das, was ich tauschen könnte. Samen habe ich unendlich viele auch, ja. Also ich kann auch Samen gerne tauschen. Fragt da einfach an, was ihr haben wollt. Das sind viele gekaufte Sachen, aber auch einige selbst abgesammelte. Ja, also das von daher, vielleicht könnt ihr mich da unterstützen. Das wäre auf jeden Fall wirklich gut. Ihr wisst ja, ich war lange reisen. Das zahlt sich jetzt aus, beziehungsweise das rächt sich jetzt, viel besser gesagt, ja. Aber auch in den letzten Jahren war es ja immer so, dass einige von euch mir ein bisschen was geschickt haben. Und wäre natürlich toll, wenn das in diesem Jahr auch passiert. Aber es gibt schon einiges. Und das ist ja zum Beispiel Jakon hier. Hier habe ich in diesem Hochbeet Jakon-Rhizome eingesetzt. Und neben den, unglaublich, weil eigentlich soll ja, hat man mir mal gesagt, dieser Ackerschachtelhalm ein Anzeiger für einen sehr verdichteten Boden sein. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Komisch. Muss ich mich drum kümmern wieder und auch rausnehmen. Also ich habe hier schon ein bisschen angefangen, aber da muss ich einfach noch mehr machen. Aber was man sieht, ist hier, hi, erster Jakon-Austrieb, zweiter Jakon-Austrieb, dritter Jakon-Austrieb, vierter und fünfter Jakon-Austrieb. Also Jakon hier im Hochbeet kommt. Und da bin ich echt gespannt. Ist ein toller Boden hier drin, glaube ich, ein sehr lockerer Boden. Das wird wirklich spannend, wie hier Jakon wächst. Im nächsten Hochbeet ist noch nicht so viel drin, aber Aubergine zum Beispiel. Aubergine ist ja immer eine gute Sache. Und ja, das Gewächshaus, da müssen ein paar Platten ausgetauscht werden und auch dann soll da was rein. Da habe ich dann zum Beispiel überlegt, Melonen reinzumachen. Also das war ja immer so ein Ding, ob die jetzt werden oder nicht. Aber ich liebe Melonen und war ja letztes Jahr, hat es ja auch ein bisschen funktioniert. Ja, was ich denn auch noch gemacht habe ein bisschen, ist hier wieder Beikräuter raus. Und ihr wisst, ich bin da sehr tolerant, speziell auch hier in diesem wilden Beet. Aber was halt nicht geht, ist Quecke. Diese Gräser hier, die einfach die Überhand dann übernehmen. Das muss raus, da muss was gemacht werden. Ansonsten hier wieder mal zu sehen, das Hochbeet. Hier hatte ich schon mal Möhren ausgesät. Aber ich weiß auch nicht so richtig, also hier kommt noch, was ich drin gelassen habe, habe ich auch wieder Beikräuter rausgemacht, aber hier Gänseblümchen habe ich drin gelassen. Und ich glaube, vergiss mal nicht, müsste das sein, habe ich auch drin gelassen. Lockt vielleicht auch einfach ein paar mehr Bestäube an. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, ansonsten sieht man hier am Hochbeet, da waren die Himbeeren schon lang gewuchert. Die wurden jetzt auch ein bisschen zurückgeschnitten, weil sonst wäre man hier gar nicht mehr durchgekommen oder halt dauernd hängen geblieben. Lasst uns mal gemeinsam einen Blick werfen hier. Ach, da ist er wieder reingesprungen, der Frosch, auf den Teich, der so richtig super aussieht. Und wo ich glaube, ich gerade schon
Laich gesehen habe. Froschlaich vermutlich. Upsi. Ups, da ist wieder der nächste reingesprungen. Die kleine Maus, ja. Und ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Aber das sieht schon so. Ist das Froschlaich da oder was sind das für kleine Pünktchen? Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus, sehr natürlich. Es sind viele Frösche drin und das ist ja immer wieder eine wahre Freude hier. Ja, sagt er gleich, findet er auch. Der ist teilweise so laut, habe ich letztens bei Instagram gepostet, war ich ganz dicht, konnte ich ganz dicht ran und er war so laut, dass es mir in den Ohren wehgetan hat. Ja, also hat er auch letztens mal gehört, die protestieren dann wohl auch lautstark. Das ist schon ganz geil, hier im Hintergrund jetzt zu sehen, und da sind super, super viele Bienchen dran, auch Wildbienen, nicht nur Honigbienen. Der Kohl, der blüht. Das ist richtig schön. Den lasse ich auch so stehen. Dahinter entsteht die neue Totholzhecke. Gar nicht großartig organisiert, sondern einfach natürlich. Und jetzt macht er hier richtig Alarm. Es ist heftig. Ah, das ist wirklich heftig. Da protestiert er jetzt auch. Findet er doof, dass Konkurrenz da ist. Ihr seht ja, bin auch... da ist noch einer. Sind mehrere. Herrlich, einfach nur schön und zum Glück habe ich ein Mikrofon, dass ihr mich trotzdem verstehen könnt. Ja, überall wachsen hier auch noch Erdbeeren, das finde ich in Ordnung, dann kann man, wenn da auch Früchte kommen, einfach auch überall ein bisschen naschen. Ja, der Wein hatte auch ein bisschen einen Schlag mitgekommen, hätte ich jetzt fast gesagt, von dem Frost, also sind viele Blätter kaputt gegangen. Hier Aluminium hätte ich fast gesagt, Alin, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist so ein Zierlauch, super hübsch. Und auch hier wieder eine Beinwellpflanze. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, es sieht ganz schön aus hier zwischen den Blüten des Schnittlauchs, woraus man ja dieses schöne Essig machen kann, was mir oder uns die Adonia das letzte Mal im Video auch erzählt hat. Und viele von euch waren total erfreut, hatten Spaß mit Adonia und mir in dem Video haben gesagt, Adonia kann ruhig öfter kommen und das finde ich auch. Adonia, du bist wieder herzlich eingeladen, komm gerne wieder vorbei bei uns. Und jetzt, wo du keinen eigenen Garten mehr hast, kannst du dich hier ein bisschen austoben, würde ich mal sagen. Ja? Also richtig schön, das Video mit Adonia hat Spaß gemacht, verlinke ich hier auch nochmal, ist das letzte gewesen der Folge. Und da hatten wir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Diese Distel hier. Die sieht ja wohl einfach nur toll aus, oder? Ich habe zwar keine Ahnung, wie die heißt oder was es für eine Art ist so genau, aber die sieht ja toll aus. Ich glaube, da hatte im letzten Jahr die Leute schon gesagt, oh, die wird riesig und verbreitet sich auch irgendwie stark. Ich bin mal gespannt. Ja, schaut, die ganzen Bienchen hier am Thymian, die freuen sich sehr. Da sind aber auch Fliegen dran, unterschiedlichste Arten von Bienen. Richtig, und auch so Feuerwanzen, ich weiß gar nicht, Was die denn da eigentlich machen mit denen? Oh, die haben Spaß miteinander. Toll. Also hier kann man auch für Stunden reingucken, finde ich. Macht super, super viel Spaß. Ja, und hier im Staudenbeet hatte Adonia ja letztes Mal schon diverse Pflanzen rausgenommen. Also so gerade wuchernde Gräser wie die Quecke. Und hier kommt, ja, es war vorhin tatsächlich Topinambur in dem anderen Beet. Hier kommt der Topinambur. Richtig schön. Da kann auf jeden Fall auch wieder gut geerntet werden. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder, ja, invasive Art und so weiter und so fort. Aber ich habe letztes Jahr einiges rausgenommen dort und das mache ich auch jedes Jahr. Also ernte Topinambur. Ist sehr lecker und da freuen sich auch immer Freunde drüber, wenn man da was mitbringt mal. Oder auch auf Arbeit habe ich das gemacht, ja. Von daher finde ich, die blühen auch schön. Sehen also ganz nett aus, wie so kleine Sonnenblumen. Also warum nicht? Man muss aufpassen, dass sie sich natürlich nicht im ganzen Garten verbreiten. Aber das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Und an einem Teich zum Beispiel gab es auch eine Stelle, wo die jetzt nicht in der Wurzelsperre oder irgendwas waren. Da habe ich komplett wirklich alle einzelnen kleinen Topinambur sogar rausgerichtet. Also von daher, ja, ansonsten hier die Kiwibeere, die hatte ja auch so diverse Frostschäden. Also sind ganz viele Blätter abgefallen, kaputt gegangen. Aber die kommt wieder, treibt auch unten nochmal stark aus, aber ja auch oben. Und da hatte ich mir ja Sorgen gemacht von Anfang an, weil wir hier, glaube ich, nur weibliche Pflanzen haben und keine männlichen. Also ist jetzt nicht direkt zu so einem Austausch kommen kann, sage ich jetzt mal so. Und da habe ich letztens einen Gartenfachberater hier gehabt und der hat mir gesagt, du Robert, da mach dir mal keine Gedanken. Da muss nur in der Anlage
eine Person sein, die halt das entgegene Geschlecht hat und dann reicht das völlig aus. Klassischer Bestäuber. Ja, so hatte ich es von Anfang an eigentlich auch gedacht, gehofft, erahnt. Aber so soll es wohl auch sein. Und wenn du die als Paar kaufen kannst, naja, mein Gott, dann ist das wahrscheinlich einfach auch ein Marketingding. Aber hier in der Kleingartenanlage gehe ich mal schon davon aus, dass es noch diverse Leute geben wird, die da entsprechende Pflanze haben. Ja, und hier im Tomatenanlehn-Gewächshaus sind jetzt schon Tomatensamen drin. Bin mal gespannt, wann die kommen, wie die kommen und wie die dann so sind. Was davor auf jeden Fall schon sehr gut ist, das ist die Zitronenmelisse und die ist so extrem lecker. Da mache ich mir eigentlich jedes Mal, wenn ich hier bin, hatte ich ja mit Erdona zusammen auch letztes Mal eine Kanne voll, gieße die mit heißem Wasser auf. Und dann nach kurzer Zeit auch nochmal mit kaltem Wasser. Und dann habe ich ein schön erfrischendes Getränk hier. Das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Irgendjemand hatte, glaube ich, unter das letzte Video geschrieben, dass das hier kein Perückenstrauch ist. So, Leute, jetzt guckt nochmal ganz genau. Das ist doch wohl ein Perückenstrauch, oder? Kann doch nicht sein. Er hat jetzt zwar Frost abbekommen, aber kann doch nicht sein, dass ich da seit Jahren so falsch liege. Das schreibt unbedingt mal in die Kommentare. So, dann die falsch bezeichnete Bergenie. Das ist aber jetzt nicht die gewesen, sondern ich habe das hier als Bergenie identifiziert. Ist natürlich eine Funkie. Also Funkie, Fungie, Funkie. Gott. Genau, also keine Bergenie. Aber hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Oder? Was meint ihr? Und was ich mich auch gefragt habe, ist, was das hier ist. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie Sellerie vom Blatt. Aber hat diese wunderschönen gelben Blüten. Also, Gelbblütensellerie? Ab damit in die Kommentare. So, jetzt kommen wir hier wieder an die Grundstücksgrenze und da sieht auch jetzt toll aus. Der Mohn hat schon riesig große Knospen hier. Wenn die erstmal aufgehen, Leute, das wird ein Riesenspaß. Das wird optisch auch richtig toll. Da freue ich mich drüber. Und weiterhin hier in der, durch die Totholzhecke. Die ist gar nicht so tot, da kommt nämlich der Rhabarber durch. Witzige Sache, auf jeden Fall sehr, sehr witzige Sache. Ja, diese Feige macht mir immer noch nicht so viel Hoffnung, aber dadurch, dass es auch kalt war, gab es echt nochmal Probleme. Das gleiche gilt für diese Feige oder auch die Kaki. Hier sind derzeit noch gar keine Austriebe zu sehen. Also. Die Hoffnung stirbt halt, wie gesagt, zuletzt. Aber weil wir hatten ja auch schon Austriebe gesehen, also Erdogan und ich hatten schon kleine grüne Austriebe hier gesehen an der tollen kleinen Feige. Die sind aber auch kaputtgefroren wieder. Also ja, die Hoffnung stirbt, wie gesagt, zuletzt. Ich bin gespannt. Und die Hoffnung stirbt auch zuletzt, was die Pflanzen angeht, also Jungpflanzen. Ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, auch in diesem Garten. Welche angegriffen, auch in diesem Garten ja so ein paar Pflanzen von euch. Das wird mir auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen. Und ja, ich muss mal weitermachen. Hoffe, dass ihr einen schönen Start in die neue Woche hattet. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Woche, im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal, ich fange hier schon an zu stottern, weil das Wetter immer ein Auf und Ab ist. Jetzt wird mir auch immer warm. Bis dahin alles Gute. Euer Robert. Ciao.